Okay, guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier sind wir wieder da mit einer Verkostung in Deutschland. Heute in Bad Bentheim unter der Burg im Bahnhof Restaurant Sister haben wir 8 Tonnen Typen für Sie. Wir haben heute etwas gewählt mit Sherryfässer. Denn das erste, der ist eine Mischung. Jura, die Insel neben Eiler, aber ganz anderes von Geschmack. Dann haben wir Bushmills, auch eine Sherry-Finish. Der kommt von der Nordirland. Dann haben wir einen Amerikaner, aber ein wirklich schöner, netter Bourbon. Dann, guck mal, Maker's Mark, immer mit das rote Lackierte hier. Und dann haben wir, guck mal, was wir da haben. Goldbar, etwas aus Amerika. Das ist aber merkwürdig. Gibt es noch einen High Five, Scotty? Super, Junge. Goldbar, das ist merkwürdig. Aber gereift in roter Napa Valley Weinfässer aus Kalifornien. Das ist eine Exote, das wird was. Dann haben wir der Bulle. Dann haben wir 60%. 105 Glenfarclas, das ist die Distillery, die am ersten Cask Strength 1968, genau wie ich. Dann haben wir die Trio, Delmore, 3 verschiedene Fässer, auch roter Port und Methusalem Sherry Fässer. Super von Geschmack, geschmeidig, silky smooth. Dann haben wir 20 Jahre Glendevron aus der Royal Burke unabhängige Abfüllung. 20 Jahre, meine Damen und Herren. Ich glaube, mancher, der uns zuschaut heute Nachmittag, ist überhaupt nicht 20, aber diese Flasche ist es. Toll. Und dann enden wir mit einer Bombe. Das ist der Smokehead von der Insel Islay. Sie kennen das. Das ist einer, um nie zu vergessen. Wir haben Lust daran. Deutschland machen wir super Tasting.